Liebe Kinder, versammelt euch am Lagerfeuer, nehmt die Tüte der Visionen und atmet tief ein, denn jetzt geht es weiter mit South Park. Freut mich, dass du da draußen es geschafft hast, wieder einzuschalten, und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte schnupfige Video bewertet haben. Wir müssen hier drüben hin. Da geht's rein. Jetzt haben sie ein Problem mit mir. Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie sie die Ethnie dieses Mannes beleidigen. Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispanoamerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's. Wie jetzt? Das ist eine Schlägerei? Oh mein Gott, was ist das für eine Therapie? Du bist so ein richtiges Arschloch, weißt du das? Komm schon, du willst was über Ethnien lernen? Streng dich an! Ein schöner Tag, nicht wahr? Was muss ich jetzt machen? Schlagen? Wow! Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen! Versuch's nochmal! Okay, ich mach gar nichts, ja? Ein schöner Tag! Ein super schöner Tag! Sehr gut, das war in der Tat keine Mikroaggression. Ich habe keine Mikroaggression, Mark Wahlberg. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Ist alles cool, oder? Ein Hamburger. Stimmt, das war auch keine Mikroaggression. Okay. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke, Mikroaggression kommt gleich. Danke. Brian ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression, schlag ihn! Okay, jetzt darf ich. Volle Kanne in die Eier. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Ein Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Erkennst du auch die subtilere Mikroaggression? Meine Hose ist warm. Meine Hose ist warm. Ist das was? Ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Ist cool, oder? Ich mein Kaffee. Es soll bald regnen. Alles cool. Janet fährt gern Rollschuh. Aufs Maul. Was? Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Ich dachte wegen Rollschuh und Mädchen und sowas. Janet fährt gern Rollschuh. Okay, ist cool. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Okay, das ist uncool. Das ist uncool. Toll. Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. Kann ich überhaupt noch irgendwas sagen oder soll ich einfach nur das Maul halten wie mein Charakter? Aber ich finde, an dem Punkt sind wir wirklich. Also heute kannst du ja nichts mehr sagen, ohne dass irgendjemand beleidigt ist. Menschen verwenden dauernd Mikroaggressionen. Du musst sie dafür büßen lassen. Okay, jeder, der irgendwas Doppeldeutiges sagt, in irgendeine Richtung, schlage ich einfach zusammen, ja? Ein echter Held ist aufgeklärt, unvoreingenommen und politisch korrekt. Gott, ich werde niemals politisch korrekt. Ich, Keystraw. Klar, natürlich, ich bin absolut politisch korrekt. Der furzende Selbstjustizler nervt. Schnauze! Ich brauche unbedingt Selfies. Ist deine Katze auch weg? Ja, Katzen verschwinden. Du bist aber ein Mutiger, was du auch bist. Ich bin ein Junge, also nein, ich bin ein Klötendelfin. Klar, machen wir eins. Ich bin ein politisch korrekter Klötendelfin. Wuhu! Wendy's Dad. Hopfen hemmt das Wachstum. Möchtest du klein sein, wenn du mal groß bist? Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause Comics lesen wie ein normales Kind? Hast du Ethnofood gegessen? Falls ja, weiter so. Hast du Ethnofood gegessen? Oh Gott. Oh Mann. Das ist so fertig, Leute. Das ist so fertig. Doch, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Komm zum Kuhnversteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Okay, wir müssen rüber zum Kuhnversteck. Und wir müssen Level 235 sein. Da sind wir das? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch nicht.
Naja, aber was ich sagen wollte, es stimmt, oder? Mittlerweile kann ich nichts mehr sagen, ohne dass sich irgendjemand angegriffen oder beleidigt fühlt. Ist echt furchtbar geworden. Ich merke es ja an den Kommentaren, sobald ich irgendetwas sage. Allein diese eine Folge von dem Ultimate Epic Battle Simulator, bestes Beispiel. Ich habe Nazis gesagt, zu den Wehrmachtssoldaten. Nazis, großer Gott, da haben sich direkt ein paar Nazis irgendwie angegriffen gefühlt. Selbst Nazis sind mittlerweile eine ethnische Minderheit. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Also heute ist wirklich alles, alles eine scheiß Minderheit. Ja, alles, alles ist eine ethnische Minderheit. Kinderschänder, ich bin eine Minderheit. Kannst nichts gegen mich sagen, ich habe mir Recht dazu, Kinder zu schänden. In so einer Zeit leben wir. Will ich in so einer Zeit leben? Nein, deswegen bin ich nicht PC und haue die krassesten Scheißwörter raus, damit ich die Welt rette. Indem ich Schwarzenwitze mache, Judenwitze und andere Minderheiten angreife, rette ich die Welt. Könnt ihr meinen genialen Plan verstehen? Ich weiß, er ist ziemlich komplex und... aber er ist auf jeden Fall genial. Oh, hier war ich noch nicht. Alles klar, ich brauche Diabetes. Schwupps. Und go. Diabetes. Diabetes zur Rettung. Auf geht's! Zuckerzorn im Anflug! Zieh weiter, tapferer Krieger! Wir werden uns wiedersehen! Ah, und jetzt kann ich hier so hoch? Und was nu? Was kann ich jetzt machen? Ah, hier drüben sehe ich was. Kräckeln! So, gekräckelt. Hier hoch, hier rüber, hier ran. Dahin. Moment. Geht das? Funktioniert das? Es funktioniert! Tja, wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Das ist eine Krone. Boah. Supernova. Ich glaube, den ziehe ich an. Ich fühle mich so, als wäre ich jetzt als nächstes Supernova. Also, Kleidung. Bitte einmal hier Supernova. So, Hände. Jetzt brauche ich aber irgendwas noch hier. Was könnte ich hier nehmen, was zu Supernova passen würde? Moment mal. Da verschwinden meine Eier. ich bin unentschlossen. Vielleicht bleiben wir einfach hier und machen das schwarz. So. Und ich nehme das hier. Alles klar. Meine Eier gebe ich niemals auf. Ach, jetzt muss ich hier wieder dran kräckeln. Drive Along 3. Terrence, Philip. Kommt her, Mietzis. Hier, Mietz. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ja, dachte ich mir. Lauf nur weiter, Pussy. Ich will mich halt nicht dauernd kloppen, Alter. Okay, fick dich, Mom. Also. Hä? Moment, wo bin ich hier? Ich bin doch bei Eric, oder? Yo. Neues Passwort. Was war denn das nochmal? Scrambles. Hä? Das Passwort. Ach, Hole. Da unten steht's ja. Oh Gott. Hole. Scrambles. Schnell. Nein, warum nein, neues wir Passwort? Wir können den Supercrack-Film nicht vor der Humankind Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Supercrack im zweiten Coon & Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer, das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch, los komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Moskito. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch!
Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon 2 Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine 3. Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt 3 Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Noch haben was? Ich hab nichts gedrückt. Catwoman. Gadgetmeister. Assassine. Oh, Assassine klingt irgendwie geilo. Irgendwie hätte ich Bock auf Assassine. Gadgetmeister. Obwohl so ein Gadgetmeister auch irgendwie geil ist, ne? Psychiker. Nee, klingt schwul. Assassine. Die Catwoman-Nummer hat mich irgendwie gecatcht. Alles klar. Assassine. Ich hoffe, du kannst Blut sehen. Ja, natürlich. Natürlich kann ich das. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Aber erstmal habe ich hier ein bisschen rumgespielt. Und dann ein bisschen Basketball gedaddelt und in meiner Spielikiste rumgewühlt. Und natürlich, ja, ein Pferd misshandelt. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. No! Aliens? Du gingst hinaus und sahst 2 Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Fuck a double doodle. Schaffst du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst, töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Heftig, ich hab ein Messer. Blutend rief dein Gegner seine Komplizen zu Hilfe. Ich bin 9. Hey, das Balk hat ein Messer. Ja. Oh, Scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Okay, in the shadows, bitch. Moment, was? Wie? Wo? Zurück wie? In die Schatten, okay? Ja, ich versuch's, aber... Ach so, ich muss hier drüben hin. Und dann den da. Cool. Wow! Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Und der blutet. Du hast dich leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Alter, wie geil ist das denn? Dein Wirbelschlitzer schleuderte Messer in alle Richtungen. Hammermäßig. Ich hab einen Wirbelschlitzer. Das ist für meinen Einbrecherkollegen. Und er ist tot. Nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. Handeln oder sterben, du oder er? Natürlich er. Wow. Warst du schon wieder in den Schatten verschwunden? Der Junge ist so eine Art Super-Assassine. Ja, das bin ich. Nämlich Ezio. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. No. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Alter, ich würde sagen, das war so eine Mischung aus beidem. So eine leichte Provokationsscheiße eben von den Aliens. Ich wurde auf jeden Fall provoziert. Blitzfreak hat dich wohl ein bisschen aufgepimpt. Fühlt sich gut an, oder? Richtig geil, ja. Gut, ich bin jetzt ein Assassine. Ich bin alles. Ich bin hammermäßig. Ich bin voll krass. Ich hab Sack am Kinn. Hey, hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns.
Hier, Pussy Pussy! Sollten wir kämpfen? Ja, oder? Ich meine, es wäre klug. Und jetzt... Direkt hier einen Vorteil geholt. Kann ich hier nicht nochmal mich irgendwie so ein bisschen verändern? Geht das nicht? Shit. Geht leider nicht. Das alte Team ist so gut. Cartman, du bist heute mal raus, denn wir nehmen als Super Craig. Super Craig. Ah, Moment. Kann ich hier was machen? Wo kann ich denn meine Klassen ein wenig befriemeln? Titel, Verbündeter, Beschwörung, Fürzer. Alter, ich brauche mehr Beschwörung. Es gibt noch mehr davon. Artefakte, Inventar. Keine Ahnung. Kostüme. Kräfte eigentlich, oder? Ja, Kräfte, natürlich. Das ergibt Sinn. Also, was haue ich raus? Ich finde den Magneten eigentlich ganz witzig. Aber ich glaube, das Ding hier ist ein bisschen geiler, oder? Und fuck, ich wünschte, ich könnte noch eine Fähigkeit mitnehmen. Und wir nehmen mal das Ding hier mit. Ah, die Flammensachen sind gut. Die Flammensachen sind sogar mega gut. Okay, wir machen es so. Gut, auf geht's. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Ja, aber der Kuhn ist nicht da. Nix Kuhn. Nix Kuhn. Okay, den treffen wir. Alter, das Ding hat Reichweite, ne? Und ab die Und Jimmy. Go, Jimmy. Ich liebe Jimmy. Jimmy ist einfach nur geil, oder? Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Mikroaggression. Captain Diabetes ist kampfbereit. Keine Mikroaggression. Bam. Cool and Friends für immer. Mach sie glatt. Ah, verdammt, Super Craig. Was auch immer. Shit. Ich komme nirgends voran. Tja, Craig. Hau rein, Neuer. Du kannst warten, Kumpel. Ah, den treffe ich ja auch nicht, aber das hier geht's. Nice! Alter, wie schnell das ging, ne? Wie schnell ich hier durchgemäht bin und ihr Taschengeld habe. Tja, wer ist jetzt der Rowdy? Ich bin Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, aber nur im Spiel. Also, wir wollen zum Spielplatz. Oh, ich bin falsch. Egal, ich wollte mich kloppen, um meine neuen krassen Assassine-Fähigkeiten zu testen. Einmal hier durch. Hier drüben ist nichts mehr drin, oder? Können wir in die Garage hier? Hier, Pussy Pussy. Aber hier gibt's auch nichts mehr, soweit ich weiß. Nö, hier, Mietz, dann... Hier, Viertklässler. Bam! Ah, Mist, ich wollte hier noch ein bisschen was zaubern. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Okay, was ich haben die vor? Fertig, Pussy. Mikroaggression, schlag ihn. Man darf nicht Pussy sagen. Yo. Okay, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Erstmal den hier rankommen lassen. Den hier rankommen lassen. Jimmy. Das habe ich kaum gesehen. Gut gemacht, Junge. Ich bin jetzt dran. Oh no. Oh Gott, das ist so ekelhaft. Warum denn? Das darf von deinem Freund passieren. Hey, Freund passieren. Mikroaggression. Das gibt garantiert eine Narbe. Einmal schön hier die Nippel gebrasselt. Nippel brasseln. Tja, ich komme an niemanden ran. Was irgendwie scheiße ist. Also los. Versuch's doch, Fickbert. Fickbert. Bringt uns das wirklich weiter gerade? Würdest du einen von ihnen anpisst, dann ja. Ah, oh, er macht hier die Pissnummer. Ich muss in den Ballon pissen. Nehmt eure Medizin, Zwerge.
Was macht der hier? Was war das? Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Fantastisch. Und geschockt. Blitzfreak, und tot. Los. Jo, machen wir den hier. Welchen Saft trinkst du? Den will ich auch. Babamsen. Diabetes streng geheim. Und der macht wieder diesen Rotzer, oder? Schau, ich hab ein Schild. Der Letzte, der das bei mir versucht hat, ist tot. So sieht's aus. Bam, bam, bam. Zeig ihnen, wer der Boss ist. Scott, der muss weg, Alter. Dann mal los. Der muss unbedingt weg. Sonst werden alle getroffen. Ja, boom. So räumt man auf. Ich bin dran. Super Craig. Ich hab nichts. Doch, das hier geht, oder? Was geht nicht? Geht nicht. Warum? Geht nicht. Bin ich schon dran? Na dann eben Jimmy. Na dann, Hals- und Beinbruch. Alles klar, Kumpel. Warte mal, wo kann ich den hinbewegen? Shit. Du willst eine Heilung? Hier. Dann eben eine kleine Heilung. Das sollte helfen. Jetzt darf dir wirklich nochmal der Typ. Viertklässlerversohlen, geile Sache. Okay, jetzt hole ich ihn aber weg. Das ist absolut tödlich. Gute Nacht. Assassino. Bravo, gute Arbeit, etc., etc. Dankeschön, Craig. Oh, kleinen Bonus. Einen kleinen Bonus-Smackle. Sowas tut immer gut. Also, ich bin hier auf dem Spielplatz. Was ist hier los, Freunde? Der Cyberlink ist eigentlich seit den 80ern total out, aber Wunderarsch steht's irgendwie. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleite-Geier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist er kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pedophilen. Moon and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Alright. Alter Timmy, ich werde dir voll auf die Fresse geben. Keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Deine Mama ist peinlich, denn sie ist Alkoholikerin. What? Alter, das ist ja super weit. Das hast du verkackt, als du dich mit diesen Wichsern verbündet hast. Mikroaggression! Schlag ihn! Yo, so sieht's aus. Ich verlass mich auf dich. Stan, du bist bluten. Du bist bluten, Alter. Lass dich nicht von Cartman täuschen. Ich bin dran. Ey, wo ist Cartman? Ernsthaft, wo ist er denn? What? Oh, Timmy hat bestimmt voll die krassen Fähigkeiten. Was macht er jetzt? Ja, klar! What the fuck?
Zombie-Kinder. So, was kann der? Alter Timmy, du bist voll der... Halt, stopp. Fick dich, Timmy. Deinen Zug nehmen wir. Wer braucht am meisten eine Drahtprügel? Alter, wie heißt es das denn? Heftige Scheißkinder. Mega Faustschlag! Siegreich! Recht bewahren, unschuldige Schützen! Du bist eine Tupperdose und du bist schwarz, Mann. Sorry, aber ich werde den Verbrechen anhängen. Stan, du bist ein Loser. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Was macht er jetzt? Alter! Er benebelt da dieses kleine Kind. Loser. Chris, scheiße! Okay, Timmy muss weg. Timmy muss sowas von weg. Treffe ich da beide? Nee, da treffe ich nur den kleinen Scheißer da hinten. Aber hier treffe ich beide. Bluten! Boah, wie ich Timmy hasse. Eins, zwei, Diabetes! Alles klar, da wird jemand gedabdudelt. Fast wie ein Speedster, Captain. Angriffsplan, Delta Gamma Willi Pups. Delta Gamma Willi Pups? Ja! What the fuck? Er kräckelt mich. Schlagen wir die Pupsköpfe. Alter, 104 Schaden, schwul. Du blöder Pupsfuß. Mikroaggression von mir. Timmy! Nein, er macht irgend so ein liebliches Lied. No, Scott Melkinson, no! Scheiße für dich. Shit. Hier kommt dein Tod. Oh, oh. Alter, Kenny, Kenny! Durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Ey, Timmy ist so bossig. Er ist es, Super Craig! Okay, wir machen den hier. Mega Faust Pacharoo. Beeindruckend für einen Physik-Normalo. Zeit für die Tupper-Party! Och nö, was kann der denn jetzt? Ein Tupper-Wirbel? Du steckst voller Überraschung, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Was? Nein. Oh. ja, Super Heilung, Craig. Drei Sekunden, der Geld zurück. Der ist frisch. Ja. Danke, Mom. Alles klar, warte mal. Meine ultimative Fähigkeit. Ich habe Reichweite. Ich könnte ihn hier töten. Jo. Ezio. Das ist auf jeden Fall Assassin's Creed. Das ist so hart Assassin's Creed. Cartman ist kein Teamspieler. Und ich bin cool. Ich bin cool, Alter. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Zucker Smash! Oh, scheiße, Mann. Liebe im Namen der Gerechtigkeit! Schaut alle her! Ich mach gleich was! Schaut alle her! Nein, nein, nein! Warum denn immer auf Craig? Kleine Kinder hast du ja. Schwule. Geschieht dir recht, weil uncool, du ein Alter. Futzgesicht bist. Timmy das muss ist weg. Craig-Zeit. Ich meine Super Craig-Zeit. Timmy muss hart weg. Megafaustschlag! Steht das Klopfen höher den Schädel? Oh, jetzt kommt die Tupperdose. Was macht er denn? Warum hat er jetzt schon wieder hier so einen Move? Ich lasse es jetzt krachen. Oh, verdammt. Ja. Überaus beeindruckend, Tupperdose. Jetzt aber schnell. Okay, warte mal. Wir müssen Timmy da hinten irgendwie pulverisieren. Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Ist der weg? Okay, sehr gut. Alter, wie mache ich dich am besten fertig? Wir machen den hier. Ich habe 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen. Mach Platz für Diabetes. Och nein, er ist immer noch hier benommen. Ja. Du musst dir bessere Freunde suchen, mich zum Beispiel. Ich sag ja, Timmy ist voll der Arsch. Ist jetzt wieder normal? Ich glaub schon, ne? Schau, wie mutig ich bin. Komm, verblute doch endlich. Stark. Ich zeig's dir.
Scheiße, Mann. Ich will haben, dass kleine Kinder verbluten. Hast du dir in die Hose gepinkelt? Okay, wir sind Träger. Mist. Okay, los geht's. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann gehen wir auf den hier. Ja, machen wir den. Boom. Von Hirn zu Hacke, Peter. Cool. Boah, ist das nervig. Der ist immer da hinten. Ich mische jetzt auf. Alles klar, überspringen wir. Viel Glück beim nächsten Zug, vielleicht. Bereit, Gas zu geben. Wieso hier Schaden nehmen? Muss ja nicht. Na, Kumpel. Es wird Zeit. The Flash. Komm schon, brenn, brenn. Krüppelkeile. Meine Damen und Herren, Krüppelkeile vor der Kirche. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Dieser Lappen. Dieser lappenhafte Lappen. Spielen wir was anderes. Okay, dann knutsch das. Das gefällt mir nicht. Ich werde dich besiegen. Gott sei Dank, Scotty. Gott sei Dank. Jo, machen wir den hier. Oh yeah! Ein Feind fiel! Timmy blutet, Timmy brennt. Bitte sei tot. Wie unfair ist das denn? Alter. Gute Neuigkeiten. Ich bin dran. Jo, er ist verblutet und verbrannt. Empathie. Noch nie gehört. Ich kenne keine Empathie. Ich bin kalt, ich bin ein Klotz. Ich hab Eier am Kinn. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Ja, ich bin Franco-Mexikaner, Kanadier. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und bewerten nicht vergessen. Tschüss!